Das ging ja schnell. Wenn man mit Kampfattacken auf den draufhauen kann, geht das relativ schnell. Da hatte ich in so manch anderen Bosskämpfen mehr Probleme. Ich sag da nur so gewisse Bonus-Episoden. Wir haben es geschafft. Okay, Kilian, es ist Zeit. Während die Alga noch am Boden liegt, setze ich die Zahnräder der Zeit ein. Ah. Das Beben ist das Schlimmste bisher. Der Zeitturm muss vor dem totalen Zusammenbruch stehen. Wenn das passieren würde, die Zerstörung der Zeit würde sich beschleunigen, solange bis der Planet völlig gelähmt ist. Ich muss mich beeilen. Der Boden hebt sich. Es ist schwierig, die Zahnräder der Zeit einzusetzen. Fertig. Alle sitzen richtig. Wow. Warum? Ich habe die Zahnräder der Zeit dort eingesetzt, wo sie hingehören. Warum hören die Erschütterungen nicht auf? Das kann nicht sein. War es zu spät? Wird der Zeitraum weiter kollabieren? Ist es bereits zu spät, die Lähmung des Planeten aufzuhalten? Wow. Das ist. Und wo? Fliegi. Hey, Kilian. Wo? Dies ist der Zeitturm. Die Alga. Kein Anlass zur Panik. Ich bin zur Vernunft gekommen. Was? Der Zeitturm hat schweren Schaden genommen, aber er hat es überstanden. Seht zu bei dem, was jetzt geschieht. Das ist... Die Alga zeigt uns wohl gerade... Wahrscheinlich setzt es dazu Telepathie ein. Dieser Ort, das muss das Schemengehölz sein. Aber es ist nicht das Gleiche. Als wir im Schemengehölz waren, stand die Zeit still. Die Zeit, sie geht wieder ihren normalen Gang. Das ist Schatzstadt. Alle sehen glücklich aus. Der Zeitturm. Er sieht ziemlich beschädigt aus, aber er steht noch. Der Zeitturm ist nicht kollabiert. Er hat es überstanden. Der Zeitturm hat die Krise überstanden. Die Zeit ist hier zur Normalität zurückgekehrt. Folglich geht die Zeit auch wieder dort an ihren normalen Gang, wo sie vorher angehalten hat. Und das, weil ihr den Zusammenbruch des Zeitturms verhindert habt. Dadurch wurde auch die Lähmung des Planeten verhindert. Der Weltfrieden wurde wiederhergestellt. Wirklich? Wir haben es geschafft, Kilian. Wir haben es letztendlich geschafft. Wir haben der Welt Frieden gebracht. Erlaubt mir, euch zu danken. Ich danke euch dafür, dass ihr das verborgene Land erreicht habt. Ihr hattet den Mut, euch mir entgegenzustellen in einem Moment, als ich vor Zorn die Kontrolle verlor. Und ihr verhindertet gerade noch rechtzeitig den Einsturz des Zeitturms. Danke. Für all dies stehe ich in eurer Schuld. Die Alga. Aber leider ist noch nicht alles, wie es sein sollte. Es wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss mich um die Reparatur des Zeitturms kümmern. Auch das verborgene Land wurde verwüstet. Aber das Regenbogensteinschiff sollte noch funktionstüchtig sein. Und Lavras wartet sicher bereits auf eure Rückkehr. Okay. Gehen wir nach Hause, Kilian. Zurück nach Schattstadt. Ja, ich möchte mein Abenteuer speichern. Und dabei gleich mal einen Schluck trinken.
Was ist mit dir, Kilian? Beeilen wir uns. Mein Körper fühlt sich schwer an. Was ist los? Warum habe ich solche Mühe, mich zu bewegen? Als ob meine Beine von einem Gewicht heruntergezogen würden. Jetzt, da wir die Zukunft verändert haben, vielleicht rückt auch jetzt mein eigenes Verschwinden näher. Erschütterung. Sie sind schwächer geworden. Vielleicht ist es ein Nachbeben, während sich die Dinge normalisieren. Gehen wir, Kilian. Dieses Licht. Ich verstehe. Es ist zu weit. Die Zeit ist letztendlich gekommen. Meine Zeit mit Fliegi endet hier. Hey, Kilian. Kilian? Was ist los? Was stimmt mit dir nicht? Es tut mir leid, Fliegi. Ich habe es so lange für mich behalten. Wie es aussieht, muss ich Lebewohl sagen. Wie bitte? Lebewohl? Was meinst du damit? Zwiffens sagte mir das. Wenn wir die Zukunft verändern würden, verschwenden alle Pokémon aus der Zukunft. Deswegen bin ich auch zum Verschwinden verurteilt. Was? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Danke für alles. Ich werde jetzt von hier verschwinden. Aber Fliegi, ich werde dich niemals vergessen. Einen Moment mal. Ich habe es nur so weit gebracht, weil du bei mir warst. Verstehst du das nicht? Du hast mich stark gemacht. Wenn du jetzt gehst, dann... Ich weiß nicht, was ich dann... Nein, Fliegi. Du musst selbst stark sein. Du musst leben. Du musst nach Hause gehen. Erzähle allen von dem, was hier passiert ist. Damit so etwas nie wieder hier geschieht. Oh, Kilian. Das Licht wird heller. Nicht, Kilian. Geh nicht. Geh nicht. Vielen Dank für alles, Fliegi. Ich bin froh, dass wir in der Gilde zusammen trainieren konnten. Ich bin froh, dass wir zusammen auf Abenteuer gehen konnten. Ich bin sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte, Fliegi. Warte, Kilian. Es tut mir leid. Ich hatte solches Glück, hier jemanden wie dich zu finden. Ich empfinde dasselbe, Kilian. Für mich bist du... Du bist wichtiger als alles andere. Ja, ich fühle auch so. Sogar wenn ich von hier verschwunden bin. Ich werde dich niemals vergessen. Kilian... Ich hasse diese Stelle, die ist immer so traurig. Ich muss leben. Ich muss es lebendig nach Hause schaffen. Nach Hause und allen erzählen, was geschehen ist. Es war der Wunsch von Kilian. Es war der letzte Wunsch von ihm. Da ist das Regenbogensteinschiff. Der Zeitturm. Er rückt in immer weitere Ferne. Und auch Kilian. Kilian entfernt sich immer weiter von mir. So waren Kilian und Fliegi schließlich erfolgreich mit ihrer Mission. Sie retteten die Welt vor einer Katastrophe. Fliegi verlässt den Zeitturm, reist durch das verwüstete verborgene Land, reitet auf Lavras über das Meer und kehrt wohlbehalten nach Schattstadt zurück. Ja.
Nach der Rückkehr zur Gilde erzählt Fliegi allen von diesem großen Abenteuer. Von all dem, was im verborgenen Land geschah. Von den Geschehnissen, die sich im Zeitraum abspielten. Von Reptain und Kilian. Natürlich erzählt Fliegi auch, wie die Zerstörung der Zeit aufgehalten wurde und wie der Welt Frieden zurückgebracht wurde. Fliegi erzählt die Geschichte wo und wann immer es möglich ist, so vielen Pokémon wie möglich. Es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Eine Geschichte der Hoffnung auf den Weltfrieden. Eine Geschichte für eine friedliche Zukunft. Die Monate verstreichen. In Schattstadt geht man wieder fröhlich seinem Alltag nach. Die Wunden des verletzten Planeten heilen allmählich. Das Leben kehrt langsam zur Normalität zurück. Hallihallo, Fliegi. Gehst du noch weg? Yep. Ein kleiner Spaziergang. Hört sich nett an, jawohl ja. Es ist allerdings bald Zeit fürs Abendessen. Da willst du doch bestimmt nicht zu spät kommen. Okay, hast dir recht. Oh wow, das ist wunderschön. Ich habe das so lange nicht gesehen. Es ist immer noch so schön wie in meiner Erinnerung. Ich war einfach zu beschäftigt, um herzukommen, um es mir anzusehen. Aber ich habe es vermisst. Ein fantastischer Anblick. Ich frage mich, wann ich das zuletzt gesehen habe. Das letzte Mal war... Oh, das letzte Mal war... Es war, als ich Kilian traf. Jetzt kommt das traurigste Lied aus dem ganzen Spiel. Der Anblick war damals genauso. Die Krabi pusteten all diese Blasen über den Strand. Und dann sah ich jemanden genau hier. Kilian war bewusstlos. Das war als Kilian und ich. Damit begann unser Abenteuer. Das sind so schöne Erinnerungen. All diese Erinnerungen an meine Zeit mit Kilian. Erinnerungen an Kilian. Doch jetzt. Jetzt ist Kilian weg. Er ist einfach nicht mehr da.
Ah, Fliegi. Du warst so lange weg, ich verging fast vor Sorge um dich. Was ist los? Pidiza. Was ist denn los? Staff Credits. Das fünfte Mal, dass ich die jetzt in diesem LP hier habe. Und sie kommen noch ein sechstes Mal. Ich habe gerade schon wieder Tränen in den Augen. Bist du eigentlich noch da? Ja. Ich weiß nicht, das Ende von Pokémon Mystery Dungeon 2, das ist so eine Hassliebe. Ich hasse die Szene dafür, dass sie so verdammt traurig ist, aber genau dafür liebe ich sie auch. Ja. Sechsten Credits kriegen wir dann, wenn wir die fünfte Bonus-Episode spielen. Die mache ich dann aber erst in der nächsten Aufnahme. Darf ich dann aber eh schon in 2 Wochen wieder machen, wenn ich das so richtig sehe. Entweder das oder ich gehe demnächst mal wieder so weit, dass ich nur noch eine Folge Mystery Dungeon pro Woche raus habe, sonst muss ich das hier echt ein bisschen zu oft aufnehmen fast. Juhu. Dafür ist es nicht so traurig. Naja, mal schauen. Also ich werde jetzt sowieso die Post-Story noch ein bisschen weiterspielen, also zumindest bis wir den eigentlichen Endboss des Spieles besiegt haben. Der könnte allerdings fast noch leichter werden als Dialga und gut. Dialga war schon einfach genug im Sinne von, der ist nicht mal dazu gekommen, überhaupt einen Angriff zu starten. Das ist schon wirklich einfach. Naja, der war die ganze Zeit entweder paralysiert oder am Schlafen. Ja. Der letzte Bosskampf wird ein klein wenig schwieriger. Nicht der letzte Endboss Zwirrfünf? Der letzte Endboss nicht Zwirrfünf? Nö, ich verrate es an dieser Stelle nicht, wer es ist, weil für die Leute, die das noch nicht wissen, will ich hier jetzt nichts spoilern. Aber Zwölfinst kommt nochmal in der letzten Bonus-Episode vor. Gut, ja, so. Zwölfinst hatten wir als Boss ja schon. Er war der vorletzte Boss von der Main Story. Aber bis wir zum Boss von der Post-Story kommen, da dauert es jetzt noch ein klein bisschen. Die Post-Story ist nämlich nochmal relativ lang. Also jetzt nicht so lang wie die Hauptstory bis hierher, weil ich meine, wir haben bis jetzt
Wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, müssten wir gerade im Part 66 sein. Oder vielleicht sogar schon 67, das weiß ich noch nicht so genau. Ist ja nicht so lang. Wahrscheinlich eher 66. Je nachdem, wie ich das jetzt zusammenschneide. Fliegi. Als du von hier weggingst. Als du diesem Ort auf dem Regenbogensteinschiff Lebewohl sagtest. Dein Schmerz. Ich fühlte ihn sogar hier so intensiv war. Wenn du sogar jetzt noch so fühlst. Wenn Kilian diese Gefühle teilt, werde ich deinen Wunsch erfüllen. Die Welt braucht euch beide. Darum werde ich euch ein Geschenk machen. Ich übergebe euch die Zukunft. Dies ist mein Dank. Bitte nehmt ihn an. Es wäre kein Pokémon-Spiel, wenn das Ganze nicht ein Happy End hätte. Hm. Ende. So, dann sind wir jetzt wieder im Hauptmenü. Was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Die Abschlussprüfung. Ja, stimmt, die Gildenabschlussprüfung. Und nach der Gildenabschlussprüfung kommt dann 5. Bonus-Episode. Da fehlt ja noch eine hier. Die ersten 4 haben wir ja schon durch. Wunsch von Bidiza, wundersamer Fluffeluff, Auweihe des Tages und Platz für Team Charm. Wobei bis jetzt keine so schwer war wie der Wunsch von Bidiza. Die erste Bonus-Episode ist die schwerste. Ich bin ja am einfachsten. Die ist definitiv die schwerste. Das ist Platz für Team, wie auch immer, die zweitschwerste. Team Charm ist die zweitschwerste. Auweia des Tages, gut, da kommt's drauf an, was du bei Sonflora im Moveset hast. Aber sonst, also ich finde, Bidiza ist mit Abstand die schwerste. Die 5. ist zusammen mit der 2. die einfachste. Die 5. ist aber lediglich die längste, weil ich glaube, für die 5. Bonus-Episode brauche ich 2 Stunden. Okay. Die Dungeons in der 5. Bonus-Episode sind zwar allesamt nicht lange, aber es sind verdammt viele Dungeons. Ich glaube, um die 10 Stück sind da drin. Das sind ganz schön viele. Naja, auf jeden Fall, wir machen hier jetzt erstmal ein Ende dieser Aufnahme. Das nächste Mal geht es dann mit der Gildenabschlussprüfung weiter. Die sollte ja jetzt kein Problem sein, nachdem ich jetzt meinen Ladungsstoß habe, mit dem ich die Jalga ja schon so schön auseinandergenommen habe. Okay, und ansonsten, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Ja. Okay. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.